Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind kurz vor der Insel. Ich freue mich schon, richtig, ne? Weil wir brauchen Schrott. Schrott, 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 Schrott und noch mehr Schrott. Und wenn wir schon dabei sind, bräuchten wir auch Schrott. Deswegen kommt es uns sehr entgegen. Boah, wie kann man so unfähig sein? Und jetzt fehlt uns nicht nur Schrott, sondern auch Trinken. Oh, zum Glück. Ich war schon wieder unsicher, ob ich überhaupt Trinken gemacht habe. Aber Gott sei Dank. Wenigstens nur auf mich ist Verlass. Achso. Nein, trinke ich so. So. Oh, das war eine schöne große Insel. Ich bin mal gespannt, ob wir da gefahren haben, aber erstmal gehen wir tauchen. Wir haben Schrott gesehen. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Ich weiß nicht, ob ich hier schon Anker lichte, aber ich sehe unter uns noch nichts. Ja, ein bisschen kann man noch. Weil ich muss auf jeden Fall so einen Haken mal machen. Ohne Haken können wir ja auch gar nichts einsammeln. Fällt gerade mir ein. Wir müssen erstmal einen Billighaken machen. Glaube ich. Komm, ich mache meinen Anker runter. So, dann werden wir ein bisschen wegsortieren hier. Was haben wir denn hier noch Schönes? Das bräuchten wir erstmal auch nicht. Leder ist ja fertig eigentlich. Sonst so, das hier ist ja alles fertig. Das können wir hier noch hin machen. So, mal da eine extra Papier, Papyrus. So, denn ja, richtige Taste. Geil. So, das hier rein. Plastik hier rein. Haben wir zum Glück auch wieder ein bisschen was. Das Gaut. So, den Stein hier rein, Leder kommt hier rein. Die Eisenbahn kommt auch natürlich. Schale. Das hier. Den Eimer bräuchten wir so hier eigentlich auch nicht. Was brauchen wir hier denn nicht? Eigentlich ist das ja was zu essen. Das hier ist auch total fehl am Platz. Können wir schon mal das. Ne, eigentlich der Eimer auch nicht. So ungefähr und der Schrott natürlich, ne? So, und da brauchen wir ja so einen Greifarm. Da brauchen wir nur Kunststoffzwein. Das gehen wir hin. Ne, hier nicht. Welche Kiste? Das ist doch mal eine richtige Kiste. Guck mal, die Schere brauchen wir jetzt nicht. Die Schaufel nicht unbedingt, ne? So, dann hätten wir hier. Nee, eigentlich nicht. Essenskiste ist so hier. Da können wir schon mal das Ei reinmachen und die Batterie jetzt auch nicht. Das hier auch nicht. Aber ich glaube, hier war kein Platz, ne? Ich hatte die schon voll. Nee, aber ich habe ja was angepflanzt. So war das Ganze. So, sonst haben wir hier noch ein bisschen Werkzeugens. Können wir die Batterie mal reinmachen? Dann ist gut. So, wir haben einen Greifarm. Den würde ich gerne hier nach vorne legen. Ah, und ihn noch zurücksortieren. Gut, und dann würde ich als erstes hier Gerhard auf die Fresse hauen. Und wir einfach mal das Zeug kriegen. So. Genug gelabert, genug gemacht. Kartoffel können wir hier noch reinmachen. Ja, und vielleicht jetzt ich schon wieder Hunger. Ich habe aber auch nichts auf den Grill geschmissen. Das ist ja auch gar nicht mal so geil. Ja, die hier können wir noch eigentlich verballern hier. So. Speer und abrennen hier. Also. So viel verträgt er zum Glück nicht, ne? Ja, er muss ja beide mal tot sein, jetzt hier.
Fall, finde ich. Muss ich mal sagen. Ja, sehr schön. So, dann geht er uns wenigstens auch nicht auf den Sack, wenn er jetzt hier was macht. Und wir können das leckere Haifleisch braten. Lecker, lecker. Können wir hier mal hinten kurz mal gucken, was wir hier so schönes alles haben. Nicht allzu viel. Auch alt leer. Gut, das Haifleisch kommt hier erstmal Druppe. Ja, einer hier noch. Das können wir schon mal aufnehmen. Ab drin hier mal zur Katze winken. Das ist ganz wichtig, ne? Wenn wir schon so eine Winkelkatze haben, dass wir auch mal zurückwinken. Ja, und dann gehen wir halt mal, denke ich mal, schnell hier runter. Ja, war sehr schnell, aber zumindest in einem guten Tempo. Da haben wir ja noch so ein Explo-Vieh hier. Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal Schrott. Das habe ich nämlich total ignoriert irgendwie, komischerweise. Aber davon brauchen wir ja eine Menge. Deswegen erste Mission Schrott hier sammeln wie so ein Weltmeister. Mann ey, wir kriegen immer nur einen Schrott, ey. Ist ja nicht so geil. Ach du Scheiße. Das ist ja schon wieder so ein blöder Geier, ey. Das ist nicht so cool, ne? Und da hinten ist ein Fisch. Den habe ich nämlich schon gesehen. Ich habe gehört, wenn man sich da die Kutte anzieht von den Viechern, dass man dann mehr geschützt ist. Das werden wir, denke ich mal, auch machen. Aber wir haben doch letztes Mal hier zwei gekriegt, oder nicht? Oder bin ich doof? Wozu ich die Muscheln habe, weiß ich auch noch nicht. Oh, das sieht aber aus wie das hier im Video. Was ist denn das für ein Kraut? Silberalge. Ja, das haben wir doch mal gebraucht. Aha, das gibt es denn auch nur an den großen Inseln, oder was? Ja, ja. Die Abbi. Abbi, Abbi. Der macht doch nicht mein Schiff kaputt, oder? Ist gerade ein bisschen duster, muss ich sagen. Statt da mal Schrott drin ist. Ich brauch Schrott, Jungs. Schrott. Da ist Schrott. Aha, und Silberalge braucht man nur für geiles Fressen, oder was? Also wird sein. Alles wird gerade dunkel, es macht nicht so viel Sinn. Wenn wir ein bisschen zurückschwimmen. Ich weiß nicht, warum er da so einen weiten Wege fliegt, ey. Das finde ich uncool. Sehr, sehr uncool. Guck mal, der sieht schon so aus, als ob er zu mir. Kann man mal nicht so. Ich muss mal gleich mit unserem Pfeilbestand überhaupt mal abchecken. Ob die überhaupt so geil ist, wie ich denke. So, Silberalge. Wo hat man das gehabt? Schon mal, was habe ich da drauf? Ich habe einen Lachs drauf. So. Lachs, Lachs, Lachs. Da, Lachs. Silberalge. Und dann haben wir Ananas und Mango. Wir werden das nämlich gleich mal machen. Mango. Ananasens. Silberalge. So. Aber weil wir das natürlich hier unten drin machen wollen. So, so ist gut. Naja, das mich hier mal ein bisschen braten. Nee, aufnehmen. Den Mango noch hinmachen. Beginnen mit Kochen. Und dann schlafen wir nämlich. Und dann stehen wir auf und fressen dieses mega mäßiges Yam Yam. Ich bin total lecker. Geschmäcker. Glücklich.
Und dann ist nämlich gut, glaube ich zumindest. So, währenddessen werden wir, würde schon sagen, ein so Ding fressen, aber sind ja noch nicht fertig. Der ist immer noch nicht fertig. Machen wir mal eine Mango essen. Einfach nur, nicht, dass wir jetzt hier total den Hunger erleiden. Hier irgend so ein Wels fressen mit Magic Mushroom. Ach, die kann man ja hier auch runterhaften. Ja, nee, dann mache ich das, glaube ich, hier so runter. Nehmen wir den nochmal weg hier. Naja. Treffen den auch hier so runter. So. Cool. Ist hier schon was fertig? Wissen wir noch gar nicht, weil kann ja auch sein, dass wir die Schale brauchen dazu. Die Schalen hatte ich irgendwo gehabt. So, das hier erstmal rein. Ha, 10 Schrott haben wir auch. Den Anzug. Ist gar nicht hier, hatte ich einen Anzug. Aber ich glaube, ich werde den anziehen. Sieht zwar ein bisschen hässlich aus. Das werde ich auch mal anziehen. Aber ist egal. Hauptsache, das schützt. Achso, Schwein ist auch ein Anzug. Achso, okay, es geht nur eins. Okay, dann nehme ich den Wildlederschweinanzug. Scheint wohl dann besser zu sein. Ach, die Schalen wollte ich. Wo habe ich denn die Schalen hingemacht? Hier nicht. Hier sind die Schalen. Eigentlich haben die da gar nicht zu suchen, die Schalen, aber. Wie waren die doch da drin? So. Das Gute ist wirklich bei dem Spiel, dass man immer zu tun hat, ne? Also das ist richtig heftig. Da, es gibt ja hier keine Sekunde, wo man mal so stillsteht und dann so, ja, was mache ich denn jetzt, ne? Mein Essen der mal fertig. Oder nicht? Scheint wohl noch nicht so. Okay, da ist ein Explofisch. Ich wollte mal gucken, was mein Pfeilbestand macht. 16 Steinpfeile. Steinpfeile sind jetzt nicht allzu cool. Und ich sollte gucken wegen erweiterten Rucksack. Aber ich weiß gar nicht hier. Stirnlampe, Rucksack. Leder sei Wolle. Ja, voll. Leder. Ich habe doch gerade mal 2 Leder oder sowas, ne? Wo war Leder? Da, 2 Leder. Wie soll ich denn so viel Leder kriegen? Hier, den könnten wir höchstens ein bisschen schnippeln. Aber das dauert ja eh auch noch 100 Jahre. Bis da was passiert, ne? So. Wie lange kocht denn bitte? Tun ja so, werdet jetzt viel. So, vielleicht können wir noch ein Blümchen gießen. Ah, die müssen wir gar nicht gießen. Vielleicht auffüllen hier. Ja. Macht ja wenigstens auch noch Sinn. Ja, auch frische Wasser. Achso. So, erstmal. Da war ja was. Da müsste ich erstmal ein bisschen was drin machen, wa? Oh, jetzt ist fertig. Ne, endlich. Ich habe nämlich hier riesen Lachssalat. Das war's jetzt? Oh. Das sieht anders aus. Anders als sonst. Guti. Können wir ja einen davon noch hier weg. Okay, gut, Metalldings, also Rucksack wird noch nichts wegen Leder, aber Metallhaken können wir erstmal herstellen, das wäre nämlich ganz geil. So, Seil, Planke haben wir drüben, Bolzen. So, Planke haben wir hier, davon sollten wir auch ein bisschen was behalten gleich. So, ich hätte gerne 2 hergestellt, aber geht nicht wegen kein Schrott. So, und dann sollte ich hier noch plankierisieren. Damit ich dann irgendwann auch wieder mal kochen und braten und was auch immer kann. Ich glaube, dann sind wir auch plankemäßig dann schon wieder weg. Irgendwie. Ah, 5 noch. Okay. 5 geht ja noch.
Und die Ersatzdings sollte ich mal wirklich aufheben, falls eventuell Quell ich das denn so brauche. Ne? Guckst du schon wieder oben? Nee, stopp. Komme schon leicht durcheinander, was ich hier überhaupt drucke. Nee, die bleiben ja drinnen. Kommen nur das hier rein. Oh, schön. Ne? Und du kommst hier hin. Genau. Der Ersatzhaken. So, dann verpissen wir uns jetzt wirklich mal. Nehme ich noch Trinken mit. Besser ist, ne? Und da ich jetzt noch Dorst kriege. Kann ich zweimal mitnehmen. Und vielleicht noch, naja, Fleischflosse wollte ich sagen. Einen davon. Wie kann ich splitten? Gar nicht. Ja, dann nimm mal beide halt mit. So, abrinne. Achso, gar nicht geguckt, ob Gerhard wieder da ist. Oh, Mann. Echt jetzt? Blödes Vieh. Oh, Katze. Gemütlich einlegen. So, jetzt hier schon Schaden nehmen ist natürlich nicht so cool. Was ist denn das für ein Vieh? Habt ihr mich schon gesehen? Oh ja. Hat er. Das ist eine Ziege auf jeden Fall, ne? Jetzt hier einen Stein abkriege, weil dann hast du ja ein bisschen aus. Okay, ich glaube, wir gehen erstmal auf den kleinen hier drauf. Das ist eine kleine Insel, das ist überschaubar, denke ich mal. Ich glaube, mit dem Malern, da beschäftige ich mich irgendwann mal später, wenn ich mal der Meinung bin, ich habe alles. Okay, der Pugel ist erstmal nicht mehr da. Klar, also ich weiß, dass wir noch Mission Schrott haben, ne? Und das werde ich auch nicht, sag ich mal, untergehen lassen, ne? Die Mission. Ich werde dir denken so, oh ja, hier, der wollte doch Schrott ohne Ende, ne? Und jetzt blödet der hier schon wieder rum. Ne? Wie immer. Dieser Silberalge, das ist, ja, was heißt interessant? Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt so viel bringt. Ne? Also der Balken, der ist ja jetzt ein bisschen länger, ne, klar. Aber jetzt ist so der Mega-Balken, ist da auch nicht geworden. Ne? Ich hätte ja schon gerne so, weißt du, so Mega-Mega-Balken gehabt. Aber darf man wahrscheinlich nicht wegen Naturschutz oder so. Okay, dann müssen wir uns mal umgucken. Ich glaube, die Silberalgen gibt es auch nur da, wo es lustig aussieht und spannend. Aber sonst wird sie nicht geben. Wahrscheinlich immer beim Kugelfisch oder Explofisch oder was auch immer dafür so viel ist. Ja, Lars hatte ja geschrieben, das wäre richtig geil mit dem Rucksack. Ja, finde ich auch. Das würde auch Sinn machen. Aber ich bin eben so ein bisschen, weißt du, ich habe da noch kein Leder. Ich brauche da noch ein bisschen Leder dafür. Und wenn ich tauche, hätte ich mir eigentlich auch wieder so eine Flasche machen können. Das wäre auch ein bisschen angenehmer gewesen. Aber, guck mal. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon ein paar Mal gesehen habe und einfach mal übersehen habe. Aber wenn jetzt hier so ein Ding ist, ne, dann könnte auch hier auch ein Explofisch sein, oder? Aber ich sehe bisher nur nichts. Vielleicht kommt er ja noch. Fischi, Fischi, Fischi. Explofischi, Fischi. Scheint aber nicht so zu sein.
kümmern wir uns anders. Gut. Oh, da ist wieder ein Lama. Boah, wir können ja richtig eine Tierfarm machen. Über 5 Etagen eigentlich. Aber noch nicht. Wir machen so wie immer, ne? Wir sind ja Expeditionsleiter der größten Güte. Wir werden erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Und dann erstmal die Insel, die Lage inspizieren. Und dann dazu stechen, uns das schnappen, was wir cool finden. Ne? Und besonders den scheiß Vogel töten. Das wird wahrscheinlich wieder für die nächste Aufnahme Ziel Nummer 1, den blöden Geier vom Himmel klatschen. Und vielleicht hoffen, dass hier noch ein Wildschweinhaus ist. Aber ich würde eben sagen, ja, das sehen wir dann natürlich in der nächsten Folge. Weil wir das spannend machen wollen. Ja, wird ja wegen denen hier. Das ist so bei Serien immer so, ne? Das ist immer, wenn es spannend wird, ne, dann ist Feierabend und man sagt so, boah, ihr blöden Wichser, warum macht ihr das so? Aber so ist es eben halt, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe da probiert hochzukommen, Entschuldigung.